Hi! Schon seit 1910 wird in Bad Kissingen Reitsport betrieben. Ursprünglich teilten sich die Reiter mit den Golfern sogar einen Platz. Heute sehen wir uns an, wie das Turniergebäude in Bad Kissingen entstanden ist. Viel Spaß! Das Turniergebäude wurde 1922 nahe der Fränkischen Saale für Reit- und Fahrturniere gebaut. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte das Bürgertum in Deutschland den Reitsport für sich entdeckt. Gleichzeitig wuchs das Interesse an Reitturnieren als Schauveranstaltungen. Die großen Kurstädte wollten ihren Gästen nur das Beste vom Besten bieten und deshalb führte auch das Weltbad Kissingen diese Veranstaltungen ein. Vom Beginn an, schon seit den 1920er Jahren, wurde das Gelände aber auch für beliebte Flugshows mit namhaften Piloten genutzt. Vom Turniergebäude aus konnten die Zuschauer die Veranstaltungen genießen und hatten gleichzeitig einen schönen Blick in die Saaleauen. Bis heute sind die weiten Wiesenflächen die Grundlage, um gleichzeitig Reit- und Flugsport zu betreiben. Seit 1934 ist das Gelände offizieller Landeplatz und wurde 1956 an das allgemeine Flugnetz angebunden. Deshalb wurden in den 60er Jahren die beiden Hangars gebaut und 1972 der Kontrollturm an das Turniergebäude angefügt. Heute ist das Gelände als Sonderlandeplatz eingestuft und darf von kleineren Leichtflugzeugen, Segelflugzeugen und Hubschraubern genutzt werden. Ein besonderes Erlebnis ist das Rakoczy-Reitturnier, das hier seit über 40 Jahren im Juli stattfindet. Ganz im Sinne der ursprünglichen Funktion des Reitsportplatzes. Das Turniergebäude und der Flugplatz zeugen bis heute vom vielseitigen und modernen Freizeitangebot in den bedeutenden Kurstädten. Gleichzeitig bilden ihre großzügigen Flächen den für Bad Kissingen so charakteristischen sanften Übergang von der Stadt zur umliegenden grünen Kurlandschaft. Durch den Einsatz der Segelfluggemeinschaft Bad Kissingen und des Reitervereins Bad Kissingen ist das kulturelle Erbe bis heute lebendig.